Gibt's Post für mich, Herr Sonnbichler? Ah, Frau Engel. Nein, da ist leider nichts da. Aber dieser Möbelkatalog ist vorhin für Sie abgegeben worden. Von einem Boten. Sehr gut, danke. Ja, ich hab mir einmal erlaubt, ein bisschen drin rumzublättern. Ja, die haben schöne Sachen, nicht wahr? Schön, ja, aber auch ganz schön teuer. Darf ich einmal fragen, wovon Sie so teure Möbel bezahlen wollen? Keine Sorge, Sie kriegen Ihr Geld schon wieder. Ach, dann haben Sie jetzt Aussicht auf einen neuen Job? Noch nichts Konkretes. Frau Engel, wir haben eine Vereinbarung. Ja, ich weiß, Sie müssen mich nicht darauf aufmerksam machen. Anscheinend schon. Ich habe Ihnen das Geld geliehen, obwohl Sie die Aerobic-Trainerstelle nicht bekommen haben. Ich weiß, und ich bin Ihnen wirklich auch sehr dankbar. Und wie wollen Sie Ihre Schulden jemals zahlen, wenn Sie sich nicht ernsthaft um einen Job bemühen? Hast du kurz Zeit? Oh, Felix. Rosalie, komm, ich muss dir was zeigen. Ich glaube, es hat auch gehört. Na siehst du, sag ich doch. Mit Nasenbluten kenne ich mich aus. Ich musste früher beim Fußball immer ans Tor. Aber kann es sein, dass du schon wieder ein bisschen übertreibst? Hm? Mit der Arbeit? Du arbeitest jeden Tag. Bis spät in die Nacht. Ich meine. Jetzt, wo Felix mit in die Geschäftsführung eingreift. Du sitzt schon wieder von irgendwelchen Plänen. Nicht irgendwelche Pläne. Die neue Hochzeitssuite. Und garantiert wieder, bis es dunkel ist. Stimmt's? Simon, der Umbau der alten Saalfeldwohnung ist seit langem mal wieder etwas, was mir wirklich Spaß macht. Ja. Ich will dir auch nichts vorschreiben, aber... Also, darf ich jetzt daran weiterarbeiten? Na gut. Abgesehen von deinem Nasenbluten machst du ja einen ganz guten Eindruck. Danke. Warte mal, war heute nicht der Prozess gegen deinen Vater? Mhm. Er ist mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Das freut mich für dich. Danke. Aber das war doch eigentlich zu erwarten. Weißt du, er hat mehr mit dem Tod von Samirs Vater zu tun, als er bisher behauptet hat. Aber er hat ein Geständnis abgelegt. Meinetwegen. Deinetwegen? Ja. Er wollte mich nicht verlieren. Ja, er hat alles gestanden. Ich meine, er hätte auch eingebuchtet werden können, aber er hat es auf sich genommen. Ich glaube, ich bedeute ihm doch mehr, als ich immer gedacht habe. Das ist schön. Mhm. Pass gut auf dich auf. Selbstverständlich lasse ich Ihnen gerne unser Flitterwochen-Spezialarrangement zukommen. Und bis zu den Flitterwochen Ihrer Tochter in 6 Monaten ist unsere neue Hochzeitssuite auch sicherlich fertig. Ich werde Sie gleich dafür vormerken. Danke, Dr. Bildhagen. Wiederhören. Ah, der Direktor bei der Arbeit. Ja, das Geschäft läuft so gut wie lange nicht mehr. Und das soll auch so bleiben. Ich wusste gar nicht, dass wir eine Hochzeitssuite haben. Du kennst doch die alte Wohnung von Charlottes Eltern. Die alte Bruchbude willst du ausbauen? Ja, das wird unsere neue Hochzeitssuite. Was sagt Charlotte dazu? Ja, in den ersten Jahren nach dem Tod ihrer Eltern wollte sie nichts anrühren. Aber jetzt, der Umbau kommt auch ihr zugute. Muss zwar einiges getan werden, aber wenn sie erstmal fertig ist... Hast du eine schöne weitere Einnahmequelle? Ja, einer muss doch dafür sorgen, dass der Rubel rollt. Wenn du wegen des Menüs meckern willst. Ich habe nur 2 Hauptspeisen auf die Karte gesetzt, weil ich nicht wusste, wie lange es vor Gericht dauert und... ob ich überhaupt wiederkomme. Ach komm, vergiss doch die Karte. Simon hat mir erzählt, dass du vor Gericht gestanden hast. Du überraschst mich in letzter Zeit immer öfter. Positiv. Und das alles nur, um deinen Jungen nicht zu enttäuschen. Also ich weiß nicht, ob ich dieses Risiko eingegangen wäre. Ich bin zwar auf freiem Fuß, aber mittellos wie ein Penner. Mein ganzes Barvermögen ist weg. Geldstrafe.
Da grinst du nur. Wieso, was denn? Du hast ein regelmäßiges Einkommen. Und so schlecht verdienst du nun auch wieder nicht. Ich habe nicht nur keine Kohle mehr, sondern mein Ruf ist auch noch ruiniert. Und bei der kleinsten Kleinigkeit, zumindest in meiner Bewährungszeit in den nächsten 4 Jahren, wandere ich wieder ein. Dann heißt das ab jetzt, immer brav an die Regeln halten. Du meinst an deine Regeln. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Was heißt denn hier gefallen? Immerhin habe ich die nächsten 4 Jahre dich an der Backe. Und bei deinem Strafregister kommst du derzeit wohl kaum woanders unter. Und? Was sagst du? Komm schon. Es ist schmutzig. Ja, noch. Selbst wenn es nicht schmutzig wäre, all das alte Zeug hier. Ja, das kommt alles auf den Sperrmüll. Weißt du, was das ist? Der dreckigste Ort, an dem ich jemals war. Nein. Das hier. Das ist die Wohnung von Werners Schwiegereltern, von meinen Großeltern. Zugegeben, das sieht jetzt noch wenig einladend aus, aber wenn es hier erstmal sauber wird. Und all das alte Gerümpel rausgeschmissen? Ja. Dann wird noch Bad und Küche renoviert und dann? Dann noch. Dann ziehen wir beide hier ein. Wirklich? Ja. Oder spricht irgendwas dagegen? Wir haben einen erstklassigen Fitnesstrainer verpflichtet. Der kann Ihnen ein ganz persönliches Trainingsprogramm zusammenstellen, Herr Konsul. Ja, Sie werden begeistert sein von unserem Herrn Heinemann. Ja, gut, Ihnen auch noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Na, Herr Sonnenwächter, wie ist es? Wie lange brauchst du noch? Ein bisschen muss ich noch warten auf den Max. Der kommt ein bisschen später, sein Auto wieder mal. Sag ihm, er soll das Fahrrad nehmen. Das ist billiger und das macht nicht so einen Krach. Ja, sag ich ihm. Was ist denn? Rückenschmerzen. Diese stehen den ganzen Tag. Ja, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Vielleicht sollte ich auch einmal eine Stunde bei unserem neuen Fitnesstrainer buchen. Hä? Der macht mir einen sehr kompetenten Eindruck. Ja, da brauchst du nicht so schauen, ich krieg doch einen Mitarbeitertarif. Weißt du, eine kleine Trainingseinheit bei Nils Heinemann. Ein sympathischer Bursche ist er außerdem. Hä? Sag mal, was habt's denn ihr zwei? Traut's ihr mir nicht zu, dass ich so ein bisschen ein Training durchstehe oder was? Ich dachte, dass ich mich überhaupt nur noch in die Nähe eines Pferdes wagen würde, aber dank Herrn Saalfeld, ich hatte so viel Vertrauen. Könntest du mir mal bitte erklären, was du eigentlich gemacht hast? Ich habe das Pferd gefüttert. Du hast Herrn Saalfelds Pferd gefüttert? Ja, und gestreichelt. Donnerwetter. Du hast ein Pferd gefüttert und gestreichelt. Und hinterher hast du vielleicht Herrn Saalfeld gefüttert? Und gestreichelt. Ach, nein, komm, Cordula. Komm. Dieser Herr Direktor hat's dir angetan. Hm? Der ist nett. Nur nett. Ist nett, aber bestimmt nicht mehr. Naja, ich meine, was nicht ist. Ich bin verheiratet. Ein Grund mehr. Cordula, du weißt, ich würde ja, niemals... Ja, ich weiß, du wirst die Zeit hier nutzen, um dir über deine Ehe mit Paul klar zu werden. Herein. Oh, unser Wundergeiger. Störe ich? Was gibt's? Minibar-Service. Ach so, ja. Ist das nicht eigentlich die Aufgabe vom Zimmermädchen? Ich springe ausnahmsweise für eine Kollegin ein. Sie sollten Ihre Zeit nicht mit solch einem Unsinn verplempern. In Ihnen steckt viel mehr. Ja, bestens. Alles voll. Sehr gut. Schönen Tag noch. Dankeschön. Sag mal, gibt's hier in diesem Hotel einen einzigen Mann, den du nicht den Kopf verdreht hast? Was, ich? Also entschuldige, das habe ich sogar gesehen, wie dieser junge Geiger dich mit Blicken durchbohrt hat.
Gott, Lack. Ja, ich kann nichts dafür, also. Der könnte mein Sohn sein. Oh. Das macht das Ganze noch viel prickelnder.